So, Juppidu. Hallo? So, Juppidu, hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash auf der Wii U. Unser Let's Play geht jetzt endlich weiter. Ja, es war ein bisschen alles aufregend, sonst hätte ich den tagsüber schon gemacht, den Teil. Leider muss ich dann euch einen schönen Samstag wünschen. Es war jetzt im Moment noch Freitag. Es gibt schon wieder einen Brief. Pff, Blödsinn. Wir machen jetzt erstmal weiter hier. Sierra Löwenzahn. Dazu gibt es wie immer ein Bierchen. Heute wieder ein Mönchshof Kellerbier. Einmal frei. So, meine lieben neuen Arbeitskollegen. Danke, falls ihr reinschaut. Der gute alte Andi und wie heißt der andere? Das habe ich leider vergessen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Cool. So, weiter geht's. Sieh dir das nur an, Mario. Jawohl. Jetzt habe ich schon mal, auf jeden Fall schon mal mehr KP, ne? Hallo. Das ist voll geil, ist eine Festung und du gehst einfach hin und sagst öffnen und es geht einfach auf. Macht das mal im Real Life, ne? Hä? Muss jetzt dann bloß gleich, vielleicht in 10 Minuten nochmal schnell, ein Schild aktivieren. Ein Goomba. Ich wollte auf die drauf hüpfen, ne? Aha. Ja, endlich fett. Wie geil ist denn das? Ja, den muss ich jetzt halt hier restaurieren, ne? Bring. Oh. Oh, der gute alte Kamek spielt auch wieder mit, ne? Also ich habe mir unter Paper Mario irgendwie so ein bisschen was anderes vorgestellt, ne? Warte mal, ich muss den Hammer nehmen. Ja, das ist natürlich jetzt toll, ne? Wenn man halt dank diesem Kamek mal wieder nett weiß. Aber es geht Gott sei Dank weiter, ne? Also der einzige Sinn hier, Gegner kaputt zu machen, ist ja echt einzig und allein, dass dieses Farbdingens da oben. Oh, Eisensprungkarte, hä? Erweitert wird. Ansonsten ist das eigentlich nur nervig. Ach, tolle Wurst, ne? Wenn du dir das halt wieder so vorstellst. Entfalterhammer. Ging es den Entfalterhammer her? Ja. Ja, ich bin ja schon dabei, die Farbstellen zu finden, aber gegen einen Entfalterhammer her. Hä, bin ich jetzt blöd oder wie oder was? Da geht's auch noch nach unten hier. Was ist denn jetzt kaputt? Ich will jetzt mit diesen Eisenstiefel jetzt eigentlich mal noch nicht ausprobieren. Wir nehmen einfach. Ach du Scheiße, was nehmen wir denn? Den da. Und ins Spiel schnippen. Das finde ich immer voll geil, das mit ins Spiel schnippen, ne? Und das war Schabitze, ne? Ich habe ja sogar ein paar kleine Level, ein paar wenige. Ach du Scheiße, was ist denn hier kaputt? Digi? Digi, hau ab. What the fucking... jetzt weiß ich, was ich machen soll. Ich bin ein Vollhung, ne? Das ist halt, wenn du dumm bist, ne? Da kannst du den ganzen Videofilm über mich drehen, wenn du dumm bist. Der ist ja genau. Jetzt weiß ich wieder, was mit dem Entfalterhammer da war. Müssen wir nicht. Ne? Meinst du, gibt's. Ah, guck mal, da hinten gibt's noch was zum Ausmalen. So.
So, und Gas geben, Alter. Weg von den ganzen Gegnern. Ihr nervt mich. Ihr seid dumm. Gott sei Dank. Da habe ich bloß noch einen Farbfleck gesehen. Die muss man schnell ausmachen. Und dann geht's weiter, ne? Und dann schauen wir mal, ob ich die restlichen Teile noch aufnehme. Wo ich dann die 100% organisiere. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier der zweite Bossfight dann auftaucht. Seid ihr mit der Switch alles ein bisschen einfacher, ne? Oh, der Farbian schon wieder. Der Banzai-Bill, ich halt's nicht aus. Auch wenn es eigentlich ein Kugelbilly ist, aber in Super Mario World war das einfach ein Banzai-Bill, ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Würde mir wundern, wenn Mäuse Fäden abbeißen, ne? Hä? Aha. So, steht wahrscheinlich dasselbe drauf wie gerade eben. So, schwache Gegner können wir jetzt Gott sei Dank endlich gleich so platt machen. Ne? Ich drehe durch. Ich hoffe, das funktioniert mit den Shy Guys genauso. Bin da irgendwo so ein Schnulligerät irgendwo? Das Ding da zum Beispiel. Das passt doch. Also ich weiß nicht, viele sind ja von dieser Wii U nicht ganz so begeistert. Ich persönlich finde es eigentlich eine underrated Konsole. Es gab so viele Möglichkeiten, aber es ist, glaube ich, mal wieder sehr falsch genutzt worden, ne? Mal abgesehen davon, dass Star Fox Zero echter Müll war. Aber richtiger Müll. Und ich bin echter Star Fox und Lilith Wars und so weiter Fan. Aber, nee. Also, bitte, bitte. Bringt mal wieder ein gescheites Star Fox Game raus. Ja, für die Switch gab es ja dieses Möchtegern Star Fox Game. Wie hieß es? Battle for Atlas. Wo es die Amiibos dazu gab. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch neu. Irgendwann noch mal gespielt, ne? Das ist schon wieder 2 Jahre her, ne? Ach du Scheiße, Mann. Alter, der Zeit rennt. Der Zeit. Geh halt bitte, hau ab. Ich mag dich nicht. Farbe raus. Im Ding hätte ich mal richtig viel Farbe gebraucht. So. Der schon wieder? Das ist doch nicht normal! Langsam. Das ist nicht normal, ne? Muss ich echt hier den Zweifachhammer verschwenden. Weißt du, das ist immer das Nervige, die reden dann und du schaust gerade so vom Färben zurück. Liest noch ganz kurz was, aber was genau da steht, da kannst du einfach nicht mitspielen, ne? Hm. So. Ich glaube, wir versuchen ja auch in jedem Level gleich die 100% zu holen. Damit wir einfach... Ach, guck mal her. Ein Sniffit, ich dreh halt durch, ne? So, jetzt gebe ich wieder meinen Fluch. Rotes Sniffit. Völlig gefärbt, ins Spiel schnippen. Ja, Dribbelsprung. Wollte doch was den Zweifachsprung haben, ne? Ach, Gott sei Dank habe ich den Dribbelsprung genommen. Dribbelsprung, ne? Trippel. Trippel. Par excellence, ne? Bonus 300 Münzen. Ich flippe halt aus, ne? Siehst du, ich muss dann einmal wieder richtig fett, hardcore, wenn ich den Brief hole, wieder einkaufen gehen. Ups.
Karten einkaufen. Ja, jetzt. War denn das jetzt wieder für Cheater? Was ist denn jetzt hier? Ja, weil manchmal sind hinter den Gräsern auch was zum Ausmalen. Warum kann ich hier hin? Muss irgendeinen Sinn ergeben. Also, dass hier so ein dämlicher Gegner auf mich wartet. Ist da nochmal so ein Bonus, wenn ich den zerstöre? Das ist mir jetzt aber gerade echt richtig langweilig, dass dieser Karmic ständig... Hä? Karmic ständig irgendwo auftaucht und mir mal Graffel hie macht. Ich will jetzt bloß noch mal schnell wegen auf die Uhrzeit Obacht geben, weil ich muss nämlich noch mal schnell hier was machen gleich. Um 9 ungefähr. Okay. Vielleicht schalte ich das erst frei, nachdem ich den da drüben kaputt gemacht habe. Prima! Aha. Habe ich einen Doppelhammer? Nee, ich bloß einen Triplehammer. Schauen wir da mal, ne? Superb. Okay. Jetzt, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also wenn ich laufe zurück, ich meine, ich habe ja genug Zeit eigentlich gerade gehabt, ne? Ich sag, wir machen das so. Nein, Alter, echt! Bloß, dass der Spaß da jetzt hier halt auftauchen muss, ne? Boah, Alter, das macht keinen Spaß! Ob man halt irgendwann jemals irgendwie weiterkommt, ne? Hau ab, geh mir aus dem Weg. Wir haben doch... Tolle Wurst. 11, 10. Jetzt krieg ich halt richtig Anfälle, ne? Konzentration. Es... Das ist doch nicht normal langsam! Ich krieg gleich richtig Hals, ne? So, lauf dahin! Über die verfickte Hurensohnbrücke, Alter! Geh! Okay, sehe schon. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Okay, jetzt habe ich mich ganz umsonst so aufgeregt. Warum die GG mir halt bitte? Hä? Hä? Ah, ich kann hier was ausschneiden. Durch Zufall jetzt, ne? Heide Witzke. Aha. Hm.
Ja. Wie muss ich alle Gegner kaputt machen? Ich weiß es ja nicht. Also ich weiß es halt echt nicht, ne? Ja, jetzt kann ich nur Hammer oder Triple Hammer einsetzen. Und du bist der. Das war jetzt natürlich schon der Cheater-Trick von dem Kamek, ne? Er hat mir alle bis auf 6 Karten gemopst. So. Halt keine Ahnung, was ich machen soll, ne? Finden wir aber gleich raus. Ja, super. Tob dich ruhig mit dem Hammer aus. Hängt das Ding am Baum fest oder was? Mein An und für sich würde ich es ja echt da hinten irgendwo erwarten, ne? Aha. Lecken Sie mich am Sack, ne? Jetzle. Uff. Na, siehst du, da ist schon wieder hinter dem Dingensen was zum Ausmalen hier, ne? Rums die Bums. Schnupper, schnupper. Sehen wir einmal nach. Okay. Man könnte das ruhig immer so einführen, dass man einfach mit dem Hammer draufhaut und der Gegner ist kaputt. Ah! Lol. Plattgewalzt, ja. Rums. Wer verteilt hier Hafen- und Heiligenscheine? Immer noch der Fadi, ne? So. Elzegler. Attacke. Weißt du, das ist einfach immer wieder dasselbe, ne? Und du bleibst nicht einmal ein Level up oder nix gibt's hier, ne? Ja, jetzt hat der letzte Sprung nicht funktioniert, ne? Na, wir nehmen den abgenutzten Sprung. In den Spiel schnippen und weiter geht's, Alter. Ich dreh durch. Boah, Alter, jetzt habe ich auf die Fernbedienung irgendwie kaut, ne? Jetzt habe ich schon Angst gehabt, da passiert jetzt irgendwas. Uff. Ach ja. Aha. Das baut mir jetzt hoffentlich hier eine Brücke hin, ne?
Money, 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 money. My life is... Oh, Froschanzug, KD, Alter, echt. Soll ich gleich oder später abspritzen, ne? Boah, und ich habe diesen Froschanzug geliebt in Super Mario Bros. 3. Also sehe ich das richtig, kann ich jetzt eigentlich nur hoch, damit ich die Farbflecken für meine 100% hole. Ansonsten passiert hier erst einmal nicht so viel. Also ich kann was ausschneiden. Ne, ich kann nichts ausschneiden. Ach, guck mal her. Sag mal, hast du einen geraucht oder was? Warte, ich habe noch irgend so andere geile abgefuckte Karte. So einen guten einen Spiky, Mann. Kling, kling. Sternhagel voll. Oh, der arme Toadie. Ja, das war nur ein Albtraum. Din, 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 din. Epic Brücke, ne? Hm. Tschum, tschum, tschum. Tschum, tschum, tschum. So, Boss Fight Number 2, hoffentlich, oder wie, oder was? Was ist jetzt kaputt? Oh. Okay. Ach, du musst dir hier Damage holen, damit der Typ jetzt hier aufräumt, oder wie, oder was? Heidewitzka, bist du geiler Farbeimer, oder was? Ja, ich bitte doch darum, dass wir nie wieder drüber reden, ne? Okay, gib mich so ausschneiden. Ja, auch hier muss ich wieder mit diesem Gerät. Da kann man bestimmt rein. Oder man kommt irgendwie von drinnen hier irgendwie wieder raus. Ja, das kapiere ich schon selber, ne? Selbst das Graffel von den Brücken musst du einfärben. Das ist doch langsam echt nicht normal, oder? Wie zum Fick komme ich bitte zu dem Scheißhaufen da hinten hin? Nee, ausschneiden kann ich nichts. Bitte langweilen Sie mich nicht. Bitte langweilen Sie mich nicht. Aber es gibt jede Menge Farbe hier. Selbst der Sniffel hat so einen Strohhalm in der Fresse, ne? Ich möchte schauen, ob ich noch den Gerät habe. Dann wir machen das ein bisschen anders hier. Und ins Spiel schnippen. Das finde ich geil so. Ey, kann ich jetzt was ausschneiden? Nee.
Boah, Gott sei Dank kann man auch auf dem Bildschirm einfach drücken, ne? Der ist nämlich wieder voll vermasselt. So, erstmal wieder die Wiese hier einfärben. So, nochmal hier. Lass die Sonne in dein Herz. Siehst du, manchmal ist man sogar ein bisschen schlau, ne? Ja, dass du selbst in den solchen Spielen dein Hirn anstrengen musst, ne? Denkst du immer, du bist hier bei die Legende von Zelda und darfst irgendwie voll. Oh. Okay. Ausschneiden kann ich jetzt auch nichts. Ja, wie jetzt? Das ist doch jetzt langsam. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, Alter. Versuch's hier mit dem Entfalterhammer. Habe ich probiert und was passiert? Nix. Okay. I have no idea. Also ich will nichts sagen, aber ich muss es langsam echt mal schnell schiffen irgendwie, ne? Ernsthaft, Alter, echt ernsthaft, ne? Das verarscht dich, das ist Spiel. Das verarscht dich einfach. Hast du das jetzt gerade gesehen, wie sich das hier lol macht das Ding? Das ist doch hier, da oben brennt doch langsam irgendwo der Kittel langsam oder wie oder was? Ey, da oben brennt halt nicht mehr so ganz so hell bei manchen Menschen. Vor allem nicht bei so Menschen, die solche Spiele programmieren, ne? Seid blöd, ich muss jetzt hier am Pad spielen halt, ne? Das sieht man da leider nicht. Ich habe schon probiert, ob man das nicht irgendwie mit der GoPro aufnehmen kann. Ah, eher weniger, ne? Sierra Löwenzahn auch erledigt. Bin ganz gespannt, wie es weitergeht, ne? Hohoho, ob die ganzen anderen Koopas auch noch auftauchen? Lemmy O'Koopa. Mein Morten Cooper Jr. hat man jetzt ja schon mal, ne? Diggi, wie geil. So, dann sagen wir mal wieder vielen lieben Dank fürs Reinschauen, Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Oder morgen, wenn euch Lords Mobile interessiert. Habt euch lieb. Ciao wieder mal.